meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Kölner Treff. Heute wieder um 10 nach 10. Wir freuen uns, dass Sie zuschauen und ich freue mich auf meine Gäste und die sich hoffentlich auf mich. Naja, gut, fangen wir mal an. Ja, ich wo wir gerade bei etwas seltsam klingenden Namen waren, nur etwas seltsam, ja, habe ich mich gefragt, Amado ist ja ein angenommener Name, der Ihres ersten Ehemannes. Ja, ich habe eigentlich immer das Beste von meinen Ex-Ehemännern übrig behalten. Weil ich bin geboren Maria Henrika Elisabeth Verbraak. Wir nennen sie Mareike, das war eigentlich noch das Schönste. Maria stammt von meiner Großmutter. Henrika stammt von der heiligen Henrika Fassbender. Das war eine Nonne aus Deutschland, in Aachen wohnt die. Und die war irgendwann mal auf dem Kreuzfahrtschiff und hat dann Kinder und Mütter vorgehen lassen in die Tenderboote. Und sie ist radidibuts mit dem Schiff untergegangen. Und da habe ich als Kind gedacht, das würde ich auch tun. Untergehen. Also fand ich Henrike eigentlich ganz dolle. Die Gute. Ja, die gute Henrike. Und dann Elisabeth war von meiner Mutter. Und Verbraak, ja, das ist natürlich ein Name, wenn ich Ihnen ganz ehrlich sage, was das heißt. Das heißt einfach verkürzt. Wie verkürzt? Mareike verkürzt mit ihrer Unterhaltungsshow. Also ich dachte, da kann ich in Deutschland doch nichts mit anfangen. Das heißt richtig übersetzt, verkürzt. Und darum habe ich aus meiner ersten Ehe den Namen übrig behalten, Amado, das klingt viel schöner. Aus meiner zweiten Ehe habe ich meinen Sohn übrig behalten. Und aus meiner dritten, was habe ich denn da? War der dritte behalten? Nicht der Heiratsschwindler? Genau, da habe ich nichts übrig behalten. Herrlich. Aber gut, Sie sagen, aus der zweiten Ehe haben Sie Ihren Sohn behalten. Also wenn ein Mann, wenn Ihnen Glück gebracht hat, ist es ja Ihr Sohn, zu dem Sie ein tolles Verhältnis haben. Absolut. Hatte der es eigentlich leicht mit Ihnen? Wir haben es nicht leicht miteinander. Also wir sind einander gut gewachsen. Wir sind eine offene Mutter-Sohn-Beziehung, aber auch nicht belehrend in dem Sinne. Also wir lassen einander sehr viel Raum und Freiheit. Er achtet auf mich und ich achte auf ihn. In eine liebenswerte Form. Ja, perfekt. Perfektes Verhältnis Mutter-Sohn, würde ich da mal sagen. Wenn man die Rolle, abgesehen von Ihren Ehemännern, von beim letzten Mal, als Sie im Kölner Treff haben, haben Sie mir erzählt, dass Sie für Männer, mit denen Sie Schwierigkeiten hatten, immer Schweine im Garten aufstellen. Und damals, vor, ich weiß nicht, wie lange das her ist, da waren es, glaube ich, 36. Sind dieses Jahr 3 dazugekommen. Sie merken, es hat mich beeindruckt. Ich wollte mal nachhören, ob da eine Erweiterung stattfindet. Und selbst so schlimm, dass ich sie ganz hinten im Garten gesetzt habe, wo mein Hund immer pupst. Also ist keine schöne Stelle, kann ich euch sagen. Ja. Ihr müsst eigentlich irgendwann mal gucken kommen. Muss ich ja, das ist bald ein Zoo. Aber wenn einer Ihnen auch Erfolg und, ich weiß nicht, Glück, aber Erfolg gemacht hat, da war es ja Rudi Carrell. Denn wenn Sie sagen, Sie haben Stefan Raab so viel zu verdanken, der Sie geholt hat, den will ich, ja, war es ja bei Ihnen ganz am Anfang der Karriere Rudi Carrell. Richtig. War der damals überhaupt auch schon eine Größe im Fernsehen oder fing er auch an? Der war schon eine Größe in Holland. Also ich kannte seinen Namen und es war 1978. Und ich war Reiseleiterin bei Neckermann. Neckermann macht's möglich, ja. Und wir fuhren gerade von Ushuaia auf so ein Expeditionsschiff via the Falkland Islands in die Antarktis. Und an Bord waren ungefähr 130 deutsche Kriegsveteranen. Also einige Körperteile fehlten. Und dann gab es 130 amerikanische Kriegsteilnehmer, ja, also die beiden und ich. Was war denn das für eine Kreuzfahrt? Ja, es war irgendwie so, verarbeiten wir mal alles zusammen. Ja. So, da sind wir in der Antarktis und es war beschissenes Wetter. Es war Windstärke 9 war es, nicht übertreiben, aber Windstärke 9.
Und die ganze Technik war damals natürlich nicht so, wie sie heute ist. Wir hatten noch einen Funker. Und er machte immer so kurz, lang, kurz, lang. Damals hieß er auch kurz, lang, kurz, lang. Es war kein Chinese. Und irgendwann rief er ganz laut über das Schiff, Mareike, Rudi Carrell am Telefon. Und ich hatte gerade keine Zeit, weil ich war mit Jimmy beschäftigt. Und Jimmy war ein schwarzen Amerikaner aus Oklahoma. Und, hat er heute ein Schwein? Ich wollte gerade sagen. Nein. Nein, Jimmy war ganz lieb. Der hat viel geerbt und hat die Reise mitgemacht. Und sein großes Vorbild war Neil Armstrong. Und wie Neil Armstrong den ersten Schritt auf dem Mond, it was a small step for a man, but a huge leap for humankind, wollte er mit mir zusammen in der Antarktis erleben mit einem Schritt aufs ewige Eis. Und dafür hat er sich einen weißen Smoking genommen und schwarze Lackschuhe. Und ich habe dann Jimmy in ein Tenderboot gesetzt. Wir sind dann an die Küste von der Antarktis entlang, um eine richtige Stelle zu finden. Und damals war es noch kalter Krieg. Also es gab Krieg zwischen den Argentinier und Russen und alles durcheinander. Und da gab es solche Buchten. Und da saßen dann die eine Seite die Argentinier und an die andere Seite der Russen und dazwischen war eine Grenze. Und die Russen waren sauer auf die Argentinier, weil die hatten bessere Steaks. Und die Argentinier waren sauer auf die Russen, weil die hatten eine Sauna. So, ich habe Jimmy dann dazwischen gestellt. Ich habe dieses Bild gemacht, was er mir übrigens bis heute nicht geschickt hat. Und wir sind dann wieder an Bord. Und neun Windstärken, wurde immer schlechteres Wetter vorne, Eisbergen, links, rechts, überall. Und wieder sagte kurz, lang, Rudi ist am Telefon. Und ich stand gerade auf der Brücke und dachte, werde ich jetzt die heilige Henrike, dass wir untergehen und ich alle Kriegsversehrte vorlassen und ich gehe in die andere. Also ich brauchte nicht weiter zu denken. Es passierte nichts, das Wetter wurde weniger und wir waren langsam im stillen Wasser und dann wieder kurz lang, Rudi Carrell am Telefon. Und ich nehme das Telefon, ich sage, hallo, mit Frau Verkotzt. Und daraufhin sagt, hallo, ist Rudi, willst du mitmachen am laufenden Band? Ich sage, Rudi, wir haben hier Katastrophen am laufenden Band. Wir haben eine schwarze Männer im Weiß auf ewiges Eis, wir haben Windstärke 10, wir haben eine Heilige auf der Brücke, wir haben... Die Kurztüten sind alle. Und wenn du mich anrufen willst, tu das dann, wenn ich wieder zu Hause bin. Und das hat er getan und den Rest kennen Sie. So fing's an. Also. Ich begreife langsam, was ich gelesen habe, nämlich, dass Sie in diesem Jahr zum ersten Mal mit einem Bühnenprogramm, einem Soloprogramm auf die Bühne gehen, so rum, mit Geschichten aus Ihrem Leben, aus der Unterhaltung. Wenn es so losgeht, kann es nur ein guter Abend werden. Ja. Ja. Muss man das einfach mal sagen. Also es ist eigentlich ein Personality-Programm und ich habe vor anderthalb Jahren angefangen daran zu arbeiten, bin dann auf eine großartige Kabarettistin, eine holländische Kabarettistin gekommen, Brigitte Kaandorp. Wir haben Kontakt gefunden, ich habe all ihr Material bekommen. Ich habe sehr viel noch von ihr im Programm, aber ich habe gemerkt, dass das Publikum nach der Premiere, die Try-Out-Premiere, habe ich gemerkt, dass die Leute einfach meine eigenen Geschichten, die ich erlebt habe, viel authentischer finden. Nein, das ist natürlich, wenn ich jetzt an die erste Geschichte denke, die ist natürlich wahnsinnig komisch auch. Ja, also alles absurd einigermaßen. Es genau, ist absurd. Was Gustav Peter Wöhler eben gesagt hat, das Absurde ist auch das, was man auch erleben möchte. Nicht nur natürlich, ja. Aber da, wenn es, man kann ja auch auf der Bühne ein bisschen übertreiben. Also ich hätte ein bisschen weniger Absurdes erleben wollen eigentlich. Aber okay, Sie meinen, das ist Stoff genug. Es bildet den Menschen, ja. Ja. Also man von Tiefen lernt man, von Höhen nicht. So ist es. Ist es wahr, Schätzchen? Absolut. Liebe Leine, war mal mein Manager. Ja. Wieso das denn? Wirklich? Ja. Wir haben mal einen Film angefangen zu drehen, eine Sitcom. Jetzt ist Gustav ein Schweinchen. Sozusagen im Apotheker. Nee, er ist kein Schweinchen. Kein Schweinchen. Nee, das glaube ich nicht. Ne? Er ist ein Schnuckelchen. Wir haben uns sehr gut verstanden, Schatz. Wir haben, wir haben Beine geheiratet. Und wo ich wusste, dass du heute kommst, habe ich auch meine Hochzeit. Ja, sieht traumhaft aus, Schatz. Wunderbar, wirklich, ganz toll.
ich habe mich eben noch bügeln lassen. Ganz? Nein, ganz nicht. Okay. Nur oben. Aber Sie sind ja wirklich eine Frau. Ich meine, okay, Sie mussten, das waren damals, finde oder das denke ich, auch noch härtere Zeiten für Frauen in der Unterhaltung. Da ernst genommen zu werden, ich meine, der WWF-Club legendär, das ist wirklich Fernsehlegende mit Frank Laufenberg und Jürgen von der Lippe und Mareike Amado. Und damals war eine Frau in der Unterhaltung sehr außergewöhnlich. Ja, schon alleine die Ungerechtigkeit, die Männer haben auch etwas mehr verdient. Mhm. Und der Jürgen von der Lippe, der hatte so ein vergammelten Hausmeister-Ding an und Frank lief in seinen Jeans. Und ich musste immer schön sein, ja, ich musste mir immer irgendwie was kaufen. Da ging schon mal die Hälfte meines Gehaltes weg. Dann habe ich aber den Schnelle Willi gefunden in Köln. Und Schnelle Willi hat für mich ein Kostüm genäht, eine Sekunde vor der Sendung. Und dann nach der Sendung fiel das auseinander und kostete 25 D-Mark damals. Holländer sind clever. Ich weiß. Aber Jan, das hat mich beeindruckt. Sie können wahnsinnig gut nähen. Dann haben Sie früher Ihre Hemden selber genäht, auch blitzschnell. Ja, zum Leidwesen meiner Mutter. Aus alten die, Bettlaken? Die musste immer nach Bettlaken suchen. Und wenn sie sie finden wollte, musste sie einfach runter in mein Zimmer gehen. Da lagen die. Wie kamen Sie auf die Idee, als junger Mann, aus Bettlaken Hemden zu schneiden? Weil die Mode, die wir damals getragen haben, man nicht kaufen konnte. Darf ich fragen, wie das ungefähr aussah? Ja, wir waren ja so eine Gruppe von Menschen, die ja recht avantgardistisch durch die Welt gelaufen sind. Und es musste alles eine bestimmte Weite haben. Und die Ärmel waren noch, die 80er waren ja sowieso ganz schlimm. Da gab es ja dolle Sachen. Und ich weiß nicht, ich habe einfach mein Zeug immer selber genäht, weil ich wusste, dann wird es genau so, wie ich es auch gerne haben möchte. Der schnelle Weg. Und ja. Und, aber es ist alles daraus entstanden. Also ich habe mir auch Jacken genäht und weiß ich nicht, Federmäppchen und keine Ahnung. Also da habe ich sogar heute noch. Also sehr begabt, was Ihre Hände angeht. Ja, ich arbeite ja sowieso immer gerne mit meinen Händen und erschaffe. Dann bleiben wir mal erst bei den Klamotten. Da musste ich natürlich nach der Kelly Family. Ich muss nach der Kelly Family fahren. Wo hatten Sie eigentlich diese ganzen sackähnlichen Dinger her? Oh. Ja, aber ist doch so. Ja, es war so. Okay, Bettina, jetzt muss ich aber wirklich Klartext reden. Ja. Also, die ersten Kostüme waren tatsächlich in Paris genäht worden von einer Haute Couturier, die hat für, ich glaube, Rodier oder irgendein großer Couturier gearbeitet und sie hat das alles mit der Hand genäht, also wirklich super teuer. Ich glaube, wir haben damals 1000 Franc pro Kostüm oder so bezahlt. Aber da wart ihr schon berühmt? Nein, das war davor. Also Ende der 70er Jahre übrigens, ich war als Kind bei Rudi Carrell schon dabei gewesen. In am laufenden Band? Nee, ich weiß nicht, ob das diese Sendung war. Das ist mir jetzt nicht mehr... Nur die Liebe zählt. Ich habe keine Ahnung. In der 70er Jahre. Leute, ich war so klein, ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich war 8, ich weiß es nicht mehr. Aber die ganze Kelly Family am laufenden Band. Alle so, Richtig. Und wir stehen doch hier, wir stehen doch hier. Jetzt kommt mein Bruder mit der nächsten Generation. Ja. Aber zurück zum Kostüm. Wirklich, ohne Scherz. Das waren von Haute Couturier genäht worden. Mein Vater hat die designt. Und dann später, als wir in den Alter kamen, wo wir gesagt haben, nee, dieses klassische, so altmodische Folklore wollen wir nicht mehr, Papa. Wir kaufen unsere eigenen Sachen. Sind wir auf dem Flohmarkt in Amsterdam. Waterloo Plain, sagt ihr da was? Das ist weltbekannt. Waterloo Plain. Ja, in Amsterdam. Schöne da haben wir unsere Sachen gekauft. Und, das waren dann die Säcke, oder was? Das bleibt, Entschuldigung, ich bin da jetzt schuld. Hör mal, guckt euch heute die Gucci-Kollektion an. Ja, richtig. Es tut mir leid, 1:1 Kelly-Kopie, die Farben. Ist ja so. Vielleicht ein bisschen schicker gemacht. Nein, aber ja, es war eine Mischung. Am Anfang war es wirklich so alte Folklore-Sachen. Ja, eben. Und dann haben wir rebelliert sozusagen und jeder hat irgendwas gekauft. Und natürlich passte den einen mit den anderen nicht. Und das sah natürlich schon ein bisschen crazy aus. Aber das vergisst man nicht. Das muss man uns geben. Ja, ist wahr. Das stimmt auch. Popmusikgeschichte. Bettina. Und heute, ne? Schick. Hey, aber hallo. Ne? Hast mich vorhin gefragt, wo hast du das gekauft, Patricia, ne? Keine Werbung. Keine Werbung.
Nein, aber das war schon so, dass wir einen gewissen Alter kamen und jeder wollte was Eigenes machen. Und wir waren verrückt. Ich meine, wir waren einfach eine Künstlerfamilie. Superfamilie. Und das hat sich gegenseitig angesteckt und wir haben es gar nicht gemerkt oder so. Weißt du, dann, bis die Presse kam und sagte, ja, Altkleidersammlung. Und dann haben wir überlegt, oh, was heißt das eigentlich? Boah, aber ich meine, 12 Geschwister. Wie viele Geschwister hatten Sie? Ich habe einen Bruder, der ist leider verstorben mit 58, und ich habe eine Schwester, die ist jünger, also 4 Jahre jünger als ich bin, und die war schwer krank, die hat schwer Brustkrebs gehabt, aber heute ist sie wieder gesund. Und Ihr Vater war mal Gärtner des Jahres in Holland. Wie wird man das in Holland mit 1 Million Tulpen? Also nicht Gärtner in Holland, aber es gab so eine Gegend, wo alle so sein Gärtchen gemacht haben, und mein Vater liebte seinen Garten, davon habe ich auch meinen grünen Finger. Und der hat immer rumgewurschtelt in dem Boden und so und überall. Und dann hat er immer den ersten Preis geholt. Und dann habe ich gedacht, an Ehre meines Vaters mache ich mal einen Blumenshop auf. Deswegen habe ich gerade gedacht, denn Sie sind ja auch umtriebig, überall haben wir noch einen Online-Blumenshop, findet man im Internet. Geschäftsfrau sind Sie auch, Mareike Amado. Darf ich noch was sagen? Diese eine Künstlerin, diese Rose auf dem Bett kriegt. Ja, Angel die Dent. Wenn Sie jetzt, meine Herrschaften, alle mal Ihre Frau eine Rose kaufen über www.mareikesblume. Ich sage, sie ist clever. Mareike Amado, meine Damen und Herren, wie sie lebt und lebt.